Fortschritt. Eine Reise, bei der wir ständig Neues entdecken und uns weiterentwickeln. Besonders im technischen Bereich hat sich unser Leben in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert. Ob Handys, Internet oder smarte Haushaltsgeräte, moderne Technologien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie erleichtern uns die Arbeit, ermöglichen neue Kommunikationsformen und verbessern unsere Lebensqualität. Eine der spannendsten Entwicklungen in diesem Bereich ist die künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz oder auch kurz KI ist der Versuch, bestimmte Entscheidungsstrukturen der menschlichen Intelligenz nachzubilden. In einfachen Worten ausgedrückt, versucht KI Aufgaben auf die Art auszuführen, wie ein Mensch es tun würde. In unserem Alltag hilft uns künstliche Intelligenz beispielsweise beim automatisierten Fahren, wenn wir Probleme beim Ein- und Ausparken haben. Sie begleitet uns im Internet, um uns Inhalte zu bieten, die auf unsere Interessen abgestimmt sind. Oder bei uns zu Hause, wo wir mittels Sprachsteuerung mit unseren elektronischen Geräten interagieren können. Auch künstlerisch ist KI in der Lage, sich auszudrücken. Mit einem einfachen Befehl oder einer Reihe von Worten kann sie in Sekundenschnelle neue Kunstwerke erschaffen und beliebige Vorstellungen des Nutzers umsetzen. In den letzten Jahren ist ein wachsender Markt für KI-generierte Kunst entstanden, in dem digitale Gemälde unter anderem für viel Geld verkauft wurden. Trotz alledem wirft diese Technologie wichtige Fragen auf. Werden die von Menschenhand geschaffene Kunst und deren Schöpfer überflüssig? Bietet KI ausschließlich Vorteile? Oder hat gerade diese Art der Kunstform auch ihre Schattenseiten? Was ist KI-Kunst? Anders als beim klassischen Verfahren, wobei Kreativprojekte von einem Menschen umgesetzt werden, wird bei KI-Kunst auf Algorithmen zurückgegriffen, die mit Hilfe von gelieferten Daten beliebige Bilder generieren. Ende der 60er Jahre entwickelte Harold Cohen eines der ersten KI-Kunstsysteme mit dem Namen Aaron. Dieses hatte das Ziel, den Akt des Zeichnens zu kodieren. Zur damaligen Zeit war es Harold Cohen bereits möglich, das System so weit zu entwickeln, dass es ohne seine Hilfe in der Lage war, zu malen mit eigenständiger Auswahl von Farbe und Pinsel. 2015 veröffentlichte das Unternehmen Google eine Software namens DeepDream, die mittels künstlicher neuronaler Netze funktionierte. Die KI erkannte bestimmte Muster in gelieferten Bilddateien und verstärkte diese. Durch diesen Effekt entstand im Bild eine Art psychedelische Wirkung oder auch Pseudo-Halluzination. Komplexere und aktuell meistverwendete KI-Kunstsysteme sind unter anderem Midjourney. Das Programm ist dazu fähig, durch gelieferte Textschreibung des Nutzers visuelle Kunstwerke zu erstellen. Je mehr Daten der künstlichen Intelligenz geliefert werden, desto besser ist sie in der Lage zu lernen. Zu verdanken hat sie das ihrer künstlichen neuronalen Netze. Sie imitieren das menschliche Gehirn und sind dafür zuständig, dass die KI selbstständig lernt und sich weiterentwickelt. Funktionieren tun die Netze mittels komplexer Algorithmen, die geschrieben werden. Durch sie können gelieferte Daten verarbeitet und Bilder generiert werden. Durch die aktive Verwendung der Algorithmen durch verschiedene Nutzer kann die KI noch besser funktionieren und ihr Wissen ausbauen. Wer macht KI-Kunst? KI-Kunstsysteme werden von einer vielfältigen Nutzergruppe verwendet. Die einen spielen lediglich mit der KI aus reiner Neugier und wollen vielleicht ausprobieren, wozu sie alles fähig ist. Manch anderer ist ein Hobbykünstler und sucht Inspiration bei ihr oder integriert sie sogar in seine eigenen Werke. Wiederum andere verwenden sie noch intensiver und stellen ihre KI-generierte Kunst zur Schau, gewinnen Preise und verdienen vielleicht sogar Geld mit ihr. Zu guter Letzt gibt es die Gruppe, die künstliche Intelligenz nicht nur nutzt, sondern sogar erschafft. Entwickler und Programmierer bringen hierbei KI-Kunst durch selbstgeschriebene Algorithmen auf die nächste Stufe.
In den letzten Jahren gab es einige bemerkenswerte KI-Kunstwerke, die für viel Aufmerksamkeit gesorgt haben. Edmond de Bellamy. Hinter diesem Gemälde steckt das Pariser Kollektiv Obvious. Die Gruppe von Künstlern schrieb einen Algorithmus, welcher aus einem Datenset von 15.000 Porträts ein neues Bild generierte. 2018 ließen sie es im Auktionshaus Christie's versteigern. Der geschätzte Preis des Gemäldes lag bei 7.000 bis 10.000 Dollar. Verkauft wurde es für über 400.000 Dollar, fast 45 Mal so hoch wie der Schätzpreis. The Next Rembrandt. Dieses Projekt entstand in Zusammenarbeit verschiedener Einrichtungen und Unternehmen. Ihr Team aus Programmierern, Wissenschaftlern und KI-Experten entwickelten 18 Monate lang gemeinsam einen Algorithmus, welcher insgesamt 346 echte Rembrandt-Gemälde analysierte. Auf Basis dieser Werke schuf die KI ein neues Bild, und das im Stil eines echten Rembrandts. Realisiert wurde das Gemälde durch einen 3D-Drucker, um einen Effekt von Öl auf Leinwand zu schaffen und die Malweise des Künstlers nachzuahmen. Théâtre d'Opéra Spatial. Hierbei handelt es sich um eine Arbeit vom Künstler Jason Allen. Bei seinem Vorgehen lieferte er dem Programm Midjourney verschiedene Stichworte, um das gewünschte Motiv generieren zu lassen. Mit seinem Werk war er Gewinner des jährlichen Kunstwettbewerbs Colorado State Fair. Anders als er nutzten seine Mitbewerber keine KI für ihre Gemälde. Die Reaktionen auf seinen Sieg fielen daher eher negativ aus. Fortschritt durch KI. In einigen Fällen wird KI-Kunst als Hilfsmittel oder auch Werkzeug beschrieben, als eine Technik, die für die Generierung neuer Ideen und Inspirationen sorgt. Der Künstler kann mithilfe der KI seine eigenen Ideen in Sekundenschnelle umsetzen lassen. Seiner Vorstellungskraft sind dabei keine Grenzen gesetzt und kann noch so ausgefallen und absurd sein. Das Arbeiten mit künstlicher Intelligenz bietet ein noch nie dagewesenes Maß an Schnelligkeit, Präzision und Effizienz. Mit diesen Eigenschaften ist KI-Kunst ein großer und innovativer Fortschritt, sowohl in der Kunstgeschichte als auch in der Wissenschaft. Perfekt ist die KI noch nicht. Dennoch ist deren Entwicklung schnell und vielversprechend und dazu unvorhersehbar. Nicht nur das Arbeiten von Künstlern kann sie erleichtern, sie ist auch imstande, Kunst und Kultur für zukünftige Generationen zugänglicher zu machen. Künstliche Intelligenz kann auch in einer anderen Hinsicht auf Kunstprojekte angewendet werden, zum Beispiel bei der Identifikation von gefälschtem Kulturgut. Aber auch in der Musikbranche kann und wird sie genutzt. Verschiedene KI-Tools haben das Potenzial, existierende Lieder auch von bereits verstorbenen Musikern zu analysieren und auf Basis dieser neue Songs zu generieren. In Film und Fernsehen revolutioniert künstliche Intelligenz die visuellen Effekte, beispielsweise unrealistische Gesichtsanimationen zu erzeugen, wobei das Gesicht eines Schauspielers auf den Körper eines anderen projiziert wird. Auch hierbei kann es sich um bereits verstorbene Künstler handeln, wie Marilyn Monroe. Sie und viele weitere verstorbene Ikonen aus der Musik- und Filmbranche können durch KI wieder zum Leben erweckt werden. Die Stimmen und Gesichter unserer Idole werden bewahrt und ihre Kunst bleibt ewig bestehen. Kritik und Sorgen. Künstliche Intelligenz bringt Innovation, Fortschritt und auch Inspiration mit sich. Aber nicht alle sind von den Eigenschaften von KI begeistert, wie es viele Reaktionen in Bezug auf Kunstwerke, die von einer Maschine erschaffen wurden, zeigen. Kritiker sind der Ansicht, dass KI keine eigene Kunst erschaffen kann, da sie auf der Grundlage existierender Werke generiert. Andere sagen, dass eine Maschine nicht in der Lage ist, ein Bild mit emotionalen Aspekt zu schaffen. Eine Eigenschaft, die ein Kunstwerk erst zum Kunstwerk macht. KI sei schließlich nur eine Maschine und versteht nicht, was sie kreiert. Viele Kunstschaffende machen sich Gedanken darüber, wie es um die Zukunft kreativer Berufe steht und stellen sich die Frage, ob die menschliche Kreativität am Arbeitsplatz durch künstliche Intelligenz ersetzt wird.
Statistiken zeigen, in welchen Branchen in den nächsten Jahren wahrscheinlich KI verwendet werden. An der Spitze stehen unter anderem Medien, Unterhaltung und digitale Kommunikation mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 90%. Aufgrund der schnellen und zugleich unvorhersehbaren Entwicklung künstlicher Intelligenz ergeben sich Unsicherheiten im Hinblick auf die Zukunft. Man kann also nicht wissen, welche Richtung KI einschlagen könnte. Missbrauch von KI. Künstliche Intelligenz kann für viele gute Zwecke genutzt werden. Doch in den falschen Händen wird sie schnell missbräuchlich verwendet und eine böse Seite des modernen Fortschritts kommt zum Vorschein. Eine Technologie, die in den Bereich Irreführung und somit Missbrauch fallen kann, ist zum Beispiel Deepfake. Als Deepfake werden realistisch wirkende Inhalte in den Medien bezeichnet, die mittels künstlicher Intelligenz erstellt und abgeändert bzw. gefälscht werden. Dabei kann durchaus harmloser und sogar humorvoller Content entstehen, wie zum Beispiel eine neue Version von Kevin allein zu Hause, wobei der Hauptprotagonist das Gesicht von Sylvester Stallone trägt. In einem Worst-Case-Szenario aber könnten beispielsweise gefälschte politische Botschaften übermittelt werden, welche nicht nur für real, sondern auch für bedrohlich gehalten werden könnten. Die Folgen wären verheerend und würden das Leben von jedem Einzelnen für immer verändern. Künstliche Intelligenz ist ein großer Fortschritt in der Wissenschaft und gibt Grund zum Staunen, Inspirieren und Nachdenken. Auch wenn die Technologie noch nicht dazu imstande ist, mit dem menschlichen Verstand zu konkurrieren, kann sie in vielen verschiedenen Bereichen genutzt werden, um Prozesse zu beschleunigen, zu präzisieren und zu optimieren. Besonders in der Welt der Kunstschaffenden ist KI auf dem Vormarsch und ist imstande, in sekundenschnelle, faszinierende Kunstwerke zu schaffen. Künstler verwenden die Technologie, um sich inspirieren zu lassen und ihre kreativen Grenzen zu überschreiten. Nicht alle sind von diesem Vorgehen begeistert und äußern scharfe Kritik. In den falschen Händen kann sie missbräuchlich und für illegale Zwecke verwendet werden. Man sollte also die Risiken, die die Technologie bereitstellt, wahrnehmen und den Missbrauch von KI mit allen Mitteln verhindern. Auf die Frage, ob Künstler bald überflüssig und durch KI ersetzt werden, lautet die Antwort nein. Die Intelligenz ist eher dafür ausgelegt, Kunstschaffende zu inspirieren und neue Denkanstöße zu liefern. Es ist ein Mittel zum Zweck und leitet eine neue Kunstepoche ein, in der der Künstler eng mit Technik zusammenarbeitet. Natürlich ist die KI nicht perfekt, doch vielleicht ist das auch nur eine Frage der Zeit.